Realitäten aus dem Asylregime. Rendre visibles les réalités du régime d'asile. Besonders hart betroffen sind Frauen, die sich mit noch anderen Problemen konfrontieren müssen, weil sie Frauen sind oder Kinder haben. Sexuelle und sexualisierte Gewalt, die geflüchtete Frauen in Heimatländern oder während der Flucht erleben mussten, werden von den Behörden nicht einmal als Asylgrund anerkannt. Geflüchtete Frauen werden im Schweizer Asylsystem benachteiligt, weil im Fokus geflüchtete Männer stehen. Auch Kinder müssen Gewalt in Asylunterkünften erleben. Das Leben in Asylunterkünften ist kein Leben, sondern ein Amöbenleben. Kann die Gesellschaft den Geflüchteten die Möglichkeit geben, Menschen zu sein? Ich bin nicht geflohen, weil ich Lust hatte, sondern weil ich musste. Von den Securitas, den ORS, wirst du nicht menschlich behandelt. Sie behandeln uns nicht gut, sondern misshandeln uns. Ich habe immer gehört, dass die Schweiz ein gutes und sicheres Land ist, das Land der Menschenrechte. Wir sind hierher gekommen, um in Sicherheit zu leben, aber im Gegenteil. Ich habe noch nie derart schlimmen Rassismus wie hier erlebt. Ich will nur menschlich behandelt werden, nicht wie ein Tier.